Wahnsinn. Kann ich mir vorstellen, der geht hier irgendwie ständig gerne. Hallo zusammen, heute vom Bilsterberg. Das Qualifying startet jetzt und wir sind direkt live dabei. Eigentlich brauche ich gar keine Quali-Runde fahren. Ich bin so weit hinten, dass ich sowieso von ganz hinten starten werde. Noch jemand joinen will, das Passwort ist Mininos. Aber 20 Minuten nichts machen ist auch langweilig. Da hast du recht. Naja, das wäre für mich 20 Minuten nicht im Gesicht schwitzen. Ja, gut. Heute leider ohne Kamera, weil die defekt ist. Deswegen nur aus dem Cockpit, aber ich denke, das wird trotzdem ganz gut. Hallo Ottmar. Dem alle vorbei. Oh, lieber geradeaus, so wie der Lotus vor mir. Wir schlecht gerade, ne? Warum fährt Martin nicht mit? Der fährt doch ständig. Den Lotus gleich ja schon nicht mehr.
car right. Oh, der Porsche mit der Brechstange vorbei gerade. Kriegt diese Kurve nicht angebremst. Wer ist denn raus? Also ich bin noch da. Meine Güte, selbst mit Lüfter vor den Dingen wird mir viel zu heiß. Hey, jedes Mal, ich kann die erste Kurve nicht anbremsen. Ich sehe nicht, wann es darum geht. Könnt kotzen, als bin ich zu blöd, mir die erste zu merken, dass ich da rumlenken muss. Ja, aber ganz ehrlich, Jens, ich glaube, ich schicke die Brille zurück. Ich kann damit nicht fahren. Ich bin nach 20 Minuten am Schwitzen wie ein Schwein. Kann mich nicht konzentrieren, weil alles juckt und das warme Gesicht geht einfach nicht. Das ist viel zu heftig. Da habe ich lieber einen dicken Helm drauf auf. Also habe ich ja nicht geschwitzt, wenn ich wirklich die Nordschleife damals gefahren bin. Du kriegst einfach keine Luft unter das Ding. Wie lang geht's noch? 11 Minuten. Danke. Bitte. Extrem schwierig, diese Strecke. Da geht noch ein bisschen was. Auch Z4 fahre ich heute zum ersten Mal, also alles ein bisschen ungewohnt. Versuchen wir einfach mal uns nicht zu drehen. Ja, ich kann nicht verhauen. Call left. Ja auch, ich komme nicht reingebremst. Das schießt einfach geradeaus, das Auto.
Hallo? Zählt nicht mehr. Habe ich mal die erste Kurve endlich gut durch. Ja, jedes Mal, weil ich... Komm mal vorbei. Oh. Ach, du bleibst rechts. Ey, als würden mir hier Ameisen im Gesicht rumlaufen. Ey. Ich glaube, ich bin raus. Ich weiß, Jens, aber ich... Ich komm einfach nicht klar. Ja, Moment, ich muss mir ein Handtuch holen. Wo verliere ich denn die meisten? Bei Alberschein. Okay, ich bin eine Sekunde... Audi, der ist eine Sekunde schneller als ich. Wahnsinn. Attila, wir sind die einzigen mit den... GT4s, ja. Ja, was soll das denn? Das ist voll langweilig. Du fährst sowieso vorne weg. Ach, ich drehe mich bestimmt noch. Gäm mich ja. Also ich hab, wenn ich... Ja, das hatte ich gerade auch. Letztes Mal das ein Bug. Wo ist denn, wie viel Sprung braucht man denn gleich? Können? Ja, ich nehme mal so 40 mit. Letztes Mal, das wird reichen. Im zweiten und im dritten Sektor bin ich nur 4/10 hinter dir. Aber im ersten und im letzten Sektor verliere ich eine Sekunde und mehr.
Dann geht's ja auch geradeaus. KTM ist ja ziemlich langsam. Den Geraden. Und jetzt, wo stehst du aktuell? Erster. Ne, zweiter. Ich habe das Gefühl, wenn ich Mausefalle da runter fahre, da falle ich runter. Kann man nicht mit der Karre anbrennen und vergessen. Ja! Nächste Runde direkt mit ungültig. Dein Scheitel in der letzten Kurve ist ganz schön früh, Josef. Ach, guckst du mir gerade zu? Ja, ich guck dir gerade zu. Der war auch ein bisschen früh. Weiß, ich wollte nur nicht wieder geradeaus verabschieden. Ah. Okay. Hi Dennis. Guten Tag. Könntest du mitfahren? Long Run. Da auch ein
Unfassbar, dass so wenige da sind. Wir hätten ohne Passwort machen sollen. Bitte, was? Echt? Oh nee, ach, das ist doch... Hinter mir sind nur welche, ne? Oh, in die Nähe. Clear left. Der hat mir die Ampel gar nicht angezeigt. Ja, ich bin die erste Kurve wieder mal geradeaus gefahren. Clear right. Ich sehe euch schon kaum noch. Ich gehe gleich raus. Nee, auf gar keinen Fall. Was soll ich hier? Das ist scheiße, Jens. Macht keinen Spaß, ganz ehrlich. Ich schwitze mir hier einen Wolf. Mir juckt das ganze Gesicht, mir ist heiß, kann mich nicht auf die Strecke konzentrieren und bin nur am Jammern. Das Santa Kampf hier mit den Tourenwagen. Ja, dadurch kann ich ein bisschen dranbleiben. Überholen kannst du ja sowieso so schwer. Ja, ihr geht aber auch ordentlich quer hier häufiger. Achtung, gelbe Flagge. Okay, der ist außerhalb der Strecke. Ja. Jesus, was macht ihr da? Keine Ahnung, was der hier macht. Der doch sehr langsam. Jetzt auf der Grad wohle ich in mir. Ja, und ich fahre wieder durchs Kiesbett wegen dieser blöden Wurst da. Hey, vielleicht wohle ich in mir doch nicht. Ah, ich habe einen TCR hinter mir.
Na klar, ey. Dreht sich kurz vor Mausefalle neben mir und lässt mich voll reinknallen dadurch. Dank recht schön. Weiß ich auch gar nicht, ob meine Karre beschädigt ist. Kein Racing-Schaden, oder wahrscheinlich nicht. Kannst ja auch gegen eine Wand fahren, ohne dass was passiert. Je nachdem, wo du getroffen bist, ja. Ja. Ich bin froh, wenn der Aufhängungsschaden kommt. Ja, super. Mit dem hätte ich noch um die Wette fahren können. Kannst ja gleich mit ein paar GT3s um die Wette fahren. Nö, ich gehe gleich vom Server. War sowieso ständig ins Gras. Wo ist denn der andere TCR? Ist der auch schon weg? Nö, die sind noch vor mir. Versuch gerade die zu kriegen. Gucken, ob's mir gelingt. Ich bin 18 Sekunden hinter dir. Warum soll ich noch weiterfahren? Gleich 20.
Ja, der sagt mir, ich bin zweiter, was die Geschwindigkeit angeht. Mann, bin ich gut. Auch einfach umdrehen und mir die GT3 schnappen. Ich habe mich gerade fast gedreht. Wann geht's denn noch? Ich hab hier keine Anzeige. 14 Minuten. Ach du Schande. Karre Schrott, ich bin raus. Ach, ich verlasse den Server, ich werde nicht das zweite Rennen mitfahren. Typisch Crew Chief, ne? Ich stehe in der Box und er sagt mir, oh, du hast noch genug Sprit. Wow, ist das. Mit VR ist nichts für mich. Und ich auch. Wieder ein und schick sie zurück. Ach so, meinst du das, ja?
Welt. Ich brauche ja gar nicht dran denken, damit eine Stunde zu fahren am Stück. Das geht ja gar nicht. Ja, mir wird auch irgendwann, ich sehe auch irgendwann verschwommen da drin.
fahr links vorbei. Car right. Ja. Wart ihr noch oder ist vorbei? Ich bin am Fahren.
Habe ich nicht eingestellt. Ist nicht Reverse Grid eingestellt. Nee. Echt? Habe ich nirgendwo gelesen. Das tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Aber sind ja eh nur ein paar Leute online, ne? Nee, denn das Mikro ist an, aber ich rede nicht besonders viel. Ich kämpfe ein bisschen gegen den Z4. Super schwer zu fahren, die Karre. Höchstens noch mal mit einer Motorradhaube versuchen. Clear left. Clear right.
car right. Thank you.
Jo. Bist du raus, Jens? Die alle raus? War ja voll boxig. Wetten, dass wenn so ein Jardier oder wer mitgefahren wäre. Ja, ich denke ja, auch. Ja, klar. Oh Jens, ich kann die... Ja, finde ich auch. Also ich kann die Brille bis zum 13.11. zurückschicken, ne? Nur zur Info. Ja, bis dahin kann man noch testen. Das hat einfach keinen Sinn. Ja, müssen wir mal gucken. Am Samstag kriegen wir Besuch. Aber kommt drauf an, wann der kommt. Vormittag schon. Probier es nochmal, vielleicht ziehe ich nochmal eine Sturmhaube auf. Vielleicht geht's dann. Ja, selbst wenn ich den Ventilator genau auf mich gerichtet habe, ist er dicht darunter. Bringt nichts.
Schön, Andrea. Ha? Ja. Wieder an derselben Stelle. Diesmal auch schön mit Einschlag. Ja, war es gerade auch ein bisschen. Nee, fährt noch. Ich glaube, meine Hinterreifen sind irgendwie zu warm geworden oder so. Weil mal wie aus dem Nick. Okay. Ja, zweimal aus dem Nichts einmal weggedreht an derselben Stelle.
Ja, das hat echt Spaß. Die Strecke hat echt Spaß gemacht, das muss man sagen. Leider, weil er nur gegen mich selbst, da alle anderen irgendwann gequittet haben. Aber Strecke macht auf jeden Fall Spaß. Attila? Ah so, oh, ihr seid noch da. Okay. Ja, Rennen ist jetzt vorbei. Glückwunsch, Attila, zum Sieg. Stark gemacht. Ich habe hier mich selbst gewonnen, genauso wie ich. Kann man schon mal gewinnen, so ein Ding. Was war teilweise so ultra rutschig, so out of nowhere, einfach ultra rutschig. Aber die Strecke macht mega Bock, also das ist einfach... Müsste man eigentlich schon mit vielen Autos drauf fahren. Mit 36, 37 Autos wird die mit Sicherheit richtig Bock machen. Ja. Beim nächsten Mal laden wir irgendwie so einen YouTuber ein. Wird das schon. Können wir Dagi B einladen, fährt die mit. Das will ich sehen. Dagi B ist herzlich eingeladen, beim nächsten Event dran teilzunehmen, um den Server voll zu kriegen. Oder Julian Bam. So, schönen Abend und tschüss. Dachte jetzt mir.